Besondere an dem Umweltatlas ist, dass wir für 8 Branchen der deutschen Wirtschaft systematisch erfasst haben, an welcher Stufe der Lieferkette und in welchen Ländern Umweltwirkungen entstehen. Wenn man sich zum Beispiel den Bekleidungseinzelhandel anschaut, dann sieht man, dass die beispielsweise Treibhausgase zu mehr als 90% in der Lieferkette entstehen und nur zu rund 9% an den eigenen Standorten der Unternehmen in Deutschland. Ähnlich sieht das Bild aus bei der Luftverschmutzung und auch beim Wasserverbrauch. Da ist es sogar noch eindeutiger, also über 80% des Wasserverbrauchs findet auf Ebene der Rohstoffgewinnung statt. Wir haben auch für jede Branche, die wir analysiert haben, geschaut, in welchen Ländern oder Regionen die Umweltwirkungen auftreten. Und im Bekleidungseinzelhandel ist es sehr auffällig, dass die Umweltwirkungen dort besonders groß sind, in Regionen, wo auch Wasserstress auftritt. Das heißt, wo Wasser also eine knappe Ressource ist, unter anderem in der Türkei und in Asien. Mit dem Atlas wollen wir Unternehmen nicht anklagen oder ein Bashing betreiben, sondern wir wollen ein Gesprächsangebot liefern. Wir versuchen, Unternehmen zu helfen, transparenter zu werden in der Lieferkette, damit sie selber erfassen können und gemeinsam mit uns und anderen Akteuren arbeiten können, wo Hotspots und wo wesentliche Umweltauswirkungen auftreten. Also in gewisser Weise ist das wirklich ein Gesprächsangebot an die Wirtschaft und eine Hilfestellung.